Moin, moin, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Holpi dreht auf. Da es mir ja in der letzten Folge nicht gelungen ist, zu gewinnen, wollen wir das diesmal versuchen. Leider habe ich auch leider auch keinen Assist mit Holpi gemacht oder auch ein Tor. Es wäre mir fast gelungen, ein Tor zu schießen, aber irgendwie stand der Pfosten ein bisschen schlechter. Wäre ein Stückchen weiter nach rechts versetzt worden, dann hätten wir das Tor gemacht. Und wir hätten dann wenigstens ein paar Punkte gekriegt. So leider nicht. So müssen wir es dann in dieser Folge versuchen, mit Holtby das ein oder andere Tor zu schießen. Vielleicht gelingt mir das. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis ich einen Gegner habe. Kann natürlich immer ein bisschen dauern, ärgerlicherweise. Naja, also, wie gesagt, wir werden es wieder versuchen. Wir haben wieder ein gegnerisches Team, was 100 Chemie hat. Der Gegner hat die Partie verlassen. Warum? Du hattest doch auch 100 Chemie. Du hattest 100 Chemie, ich hatte 44 Chemie. Warum verlierst du dann die Partie? Verstehe ich nicht. Gilt das als Rage Quit? Ich weiß nicht. Och, ich würde es ja gerne als Rage Quit zählen lassen, aber nein. Rage Quit kann man ja nicht machen, wenn man noch nicht gespielt hat, würde ich sagen. Also Rage Quit gilt natürlich nur, wenn wir vorne liegen und der Gegner die Partie verlässt. Jetzt in der letzten Folge war es natürlich, hat er die Partie verlassen, ich lag aber auch nicht vorne. Also warum das da abgebrochen hat, kann mehrere Gründe haben. Also das weiß ich halt leider nicht. Manchmal würde mich das echt interessieren. Ob das an den FIFA-Servern liegt, ob das an der PlayStation liegt, ob das am Internet des Gegenüber liegt, ob es vielleicht an meinem Internet liegt. Ja, kein Gegner gefunden, war ja klar. Das war wahrscheinlich der einzige Gegner. Oder wir waren drei Leute momentan, die Bock drauf haben, so Einzelspiele zu machen. Und jetzt spielt er gerade gegen den anderen und hat keine Zeit für mich, um das mal so zu sagen. Naja, schauen wir mal. Wäre natürlich toll. Also mein Team, ich finde es echt witzig. Es ist schon wieder der gleiche. Ja, es ist nur der. Und er hat die Partie schon wieder gelassen, verlassen. Warum? So, dritter Versuch. Mal gucken. Werden wir wieder zu ihm gelost? Wird er diesmal gegen uns spielen? Wer weiß, wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Das ist doch nicht wahr. Gibt es offensichtlich genau einen Spieler? Und der will nicht gegen mich spielen. Das wäre schon heftig. Also, naja, gut. Gucken wir. Dritter Versuch, ist es wieder. Es ist wieder. Komm. Oh, ist das toll. Glaubt der, er kriegt noch einen anderen Spieler, Gegner? Ich weiß es nicht. Er scheint echt zu glauben, dass da noch andere Spieler jetzt unterwegs sind um diese Uhrzeit. Ja, also es ist jetzt gerade 12:30, bin gerade von der Arbeit zurückgekommen, deswegen. Na, Bronzino? Oh Mann. Jo, dann probieren wir es mal auf dem anderen Weg. Vielleicht. Können wir nicht machen, können wir nicht machen, können wir nicht machen. Können wir halt nur das Champions Shield machen. Fliegen wir zwar gleich raus, aber so kriegen wir überhaupt mal einen Gegner. Weil, denke ich mal, weil dieser Bronzino, oder wie auch immer Heinz, oder ich glaube, sein Team heißt einfach Bronzino, will ja nicht gegen uns spielen. So überhaupt nicht. Wie oft haben wir es jetzt versucht? Dreimal, viermal? Haben einfach mal 5 Minuten damit verdaddelt, dass weil dieser Typ nicht gegen uns spielen wollte. Also, ich weiß ja nicht. Schade, Junge. Schade, schade, schade. Ich hätte zu gerne gegen dich gespielt, gegen dein Bronze-Team. Und du bist ja offensichtlich der Meinung, dass mein Team kein Bronze-Team ist. Na, Bronzino? Nein, es ist ein anderes Team.
Schockierend. Oh, was war das denn für ein Latenzausbrecher? Eieieiei. Kommt das von mir oder kommt das von ihm? Ich bin mir da nicht sicher. Wir verlassen die Partie mal, aber irgendwie passiert da nichts. Und wir probieren es nochmal. Vielleicht kriegen wir jetzt hier einen Gegner. Och, Junge, 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 Junge. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht so schwierig sein, jetzt Gegner zu finden. Sonst sind doch andauernd immer Spieler online. Und jetzt will keiner gegen mich spielen. Mit Gast. Lass mich überlegen. Leck meine Eier. Nö, da mache ich nicht mit. Tut mir leid. Da müsst ihr jetzt noch ein bisschen warten, weil ich habe keine Lust, gegen ein Team zu spielen, wo ein Gast dabei ist. Das mache ich nicht. Nö. Nö. Definitiv nicht, weil das macht keinen Spaß. Weil meistens hat man dann echt die. Das ist der Leiche wieder. Das ist schon wieder der Leiche. Na gut. Ach, sind wir mal gnädig, ne? Spielen wir eine Runde. Auch wenn wir dabei wahrscheinlich nichts zu melden haben, aber macht nichts. Wir spielen mit unserem wilden, wunderbaren Team. Er spielt mit einem wesentlich besseren Team, das ist klar, aber pff, who cares? Was Team ist es ja? Holpi legt los. Oder dreht auf, besser gesagt. Ich hätte das mal Louis legt los nennen sollen. Naja, egal. Was soll's? Also, ich sehe jetzt schon, das Team ist wesentlich stärker als meins, aber. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und meine beiden Gegner sind stockbesoffen. Und können deswegen nicht mehr spielen richtig. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Ups, schade. Also die Vermutung könnte sogar naheliegen. Upsa. Dass die beiden nicht mehr ganz einsam sind. Na gut. Nein! Nein! Holtby! Das wäre die Chance gewesen, Kollege. Die Chance zum ersten Tor. Aber nö. Versaut. Oh, macht nix. Ups. Ah, holt ihn euch. Holt ihn euch. So, bolzen wir das Ding mal nach vorne. Schade, schade. Riegel Herr Bandana. Ah. Hol ihn dir, verdammt. Mein Team ist einfach ein bisschen zu langsam. Nein, was war das denn? Was war das denn? Oh Mann. Ups. Ja. Nein, nein, nein. Oh, zu doll. Verdammt.
Das hätte das erste Tor sein, auch das erste Tor sein können. Also schon wieder. Oh, doch. Wir machen uns. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, verdammt. Upsa. Was plant mein Gegner da? Ball ins Tor tragen oder was? Upsa. Na gut, es gibt dann wohl einen Wurf an einer ausrichtsreichen Position, wie es aussieht. Nein. Ah, schade. Da habe ich den Torwart noch angeschossen. Upsa. Ah, verdammt. Imhotep, Imhotep. Oh Mann. Hat keinen linken Fuß, würde ich sagen. Auf dem kann er gerade mal stehen. Schade, schade, schade. Na. Oh, verdammt. Das war kein guter Pass. Ja, weg da. Mist! Das wäre ja jetzt auch zu viel des Ganzen, des Guten gewesen, hätte ich den jetzt mit Holtby da reingemacht. Nein! Matuidi! Es läuft! Oh, verdammt. Verdammt. Ah. Imhotep. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, verdammt. Los, holt euch den Ball. Holt euch den Ball. Holt euch den Ball. Was? Was? Danke. Hab schon gedacht, er pfeift jetzt gegen mich. Das wäre ja richtig garstig gewesen. Der hat geschubst. Er hat geschoben. Oh, danke. Schon wieder pfeift er. Mann. Das ist doch hoffentlich abseits. Ja, so wie er läuft, ist das abseits gewesen. Ach, schön. Aber wieder sieht es sehr nach einem Null-Punkte-Spiel aus. Das ist nicht gut. Oh. Ah, verdammt. Halbzeit. Schade. Was war das denn? Oh, schade, abseits. Neubi.
Unser Kapitän steht leider im Abseits. Aber gut, schauen wir mal, wie wir das so. Trotzdem noch weiter gestalten, das Spiel. Ah, verdammt. Tor. Und das dürfte der erste Assist von Luis Holtby sein. Hoffen wir es mal. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, war das Luis Holtby, der den Pass da gespielt hat. Ups. Nein, schade, wäre der angekommen. Oh. Nein. Lacazette, abseits. Abseits. Ah, schade. So. Ich glaube, ich werde noch eine weitere, natürlich, ja. Es wird noch einen weiteren Punkt geben, mit dem ich weitere Münzen machen kann. Nämlich, wenn Luis Holtby der Spieler des Spieltages ist. Habe ich natürlich total vergessen, als ich die erste Folge aufgenommen habe. Und mir das überlegt hatte da. Währenddessen. Man sollte auch nicht, also ich hatte Bock auf sowas, man sollte nicht gleich einfach so, bopp, mach das jetzt, nehm gleich die erste Folge auf und so. Nein. Da sind mir ja noch ein paar Sachen gekommen, wie Rage Quit und. Also wie gesagt, Rage Quit gibt 200 Punkte und nochmal, es gibt nochmal 100 Punkte extra, also 100 Coins extra, wenn Holtby der Spieler des Spieles ist. Also, das ist natürlich ein weiterer Ansporn für den guten Luis, das ein oder andere Spiel doch noch besser zu spielen. Damit ich nämlich mehr Münzen kriege. So, wieder ein Freistoß. Ärgerlich. Oh. Das Problem ist einfach, theoretisch kann nämlich einer von beiden an einen vernünftigen Punkt rennen, dort den Ball kriegen und von dort gleich abziehen. Und der andere kann halt da die Flanke hinspielen. Das kann ich nicht. Ich bin immer auf den Computer angewiesen, dass der vernünftig läuft und alles. Na? Na, und deswegen spiele ich auch so ungerne gegen zwei Gegner. Ah, ich hatte nicht gedacht, dass er schon drankommt. Oh, gut. Na, krieg ihn. Ah, schade. Schön gemacht, schön gemacht, schön verteidigt. Was? Ich hab den Ball nicht gekriegt. Mist. Lauf, 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 auf, lauf. Zu Holtby. Na. Schade. Na. Verdammt. Naja, gut. Müssen wir weiter. Also, wie gesagt, nochmal 100 Punkte für den Man of the Match, wenn es Holtby ist. Gut gerettet, würde ich sagen. Gut gerettet. Ja, ich denke mal, das sollte fair sein. Weil damit können wir dann auch einigermaßen auf Coins kommen und auch den einen oder anderen günstigen Spieler schon mal kaufen, erstmal. Weil die teuren Spieler sind natürlich nicht drin. Selbstverständlich nicht. Upsa, verdammt. Verdammt. Oh. Wieder ein Tap, der rennt immer weg. Aber glücklicherweise sind meine Gegenspieler ja auch nicht die besten. Nö. Jetzt halt. Ah! War er leider einen Schritt zu langsam.
Verdammt. Den konnte ich auch nicht leider nicht mehr auf Holtby spielen, weil Holtby einfach verdeckt vom Gegenspieler war. Jo, danke, nehme ich. Ja, also wie gesagt, also wie ich vermutet hatte, glaube, meine Gegenspieler sind einfach, also voll, das mal nett auszudrücken. Die haben schon ein bisschen tief ins Glas geguckt. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass ich mit diesem Team hier 1-0 vorne liege. Kann natürlich immer noch was passieren, kann immer noch das 1-1 reinkriegen, klar. Damit rechne ich auch ganz fest eigentlich. Aber solange ich das 1-1 nicht reinkriege, bin ich doch happy, ne? Ah, schade. Schade, schade. Zweite Assist von Holtby wäre toll gewesen. Ah, verdammt. Aber leider nicht. Abseits. Oh Mann, ich habe gerade riesen Freude. Nein, nein, nein. Jetzt nicht noch in der letzten Minute. Nein! Es sind nur die 50 Punkte für den Assist. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ah, schade. Schade, schade, schade. 1-1 in der regionalen leeren Zeit. Jetzt müsste es ja eigentlich weitergehen, ne? Ja, aber ich glaube, ich muss mal wechseln. Da ist der ein oder andere Spieler doch etwas platt. Oh, ich habe gar nicht so viele. Und ich muss dreimal wechseln, anders geht's nicht. Nun gut, machen wir das so. Ich kann ja nur dreimal wechseln. Egal. Mein Team ist einfach komplett platt. Da geht nichts mehr. Da geht nicht mehr viel. Egal. Egal. Hätte ich den gekriegt an der Stelle. Jetzt nimmt er mich neben die beiden. Wir wollen ja wohl richtig bleiben. Nehmen die beiden mich jetzt auseinander oder was? War doch hoffentlich für mich, danke. Ah, hätte ich mit Holtby machen müssen. Verdammt. Ah. Wollte eh nicht aufs Tor direkt, aber. Jetzt trotzdem mit Holtby. Um dann eventuell, wenn er dann doch dann den Kopfball einigermaßen. Und dann aufs Tor und dann, ja, dann vielleicht wenigstens noch einen weiteren Assist gekriegt. So leider nicht. Ah, schade. Aus. Würde ich mal so sagen. Jetzt entscheide ich, wo du hinspielst, Mann. Und schon wieder aus. Prost. Mach hin! Und für sowas hast du echt 10 Minuten für den Einwurf gebraucht.
Oh Mann. Abseits. Würde ich auch so sehen. Würde ich auch so sehen. Oh Mann. Ups. Na komm, Postwenden zurück. Oh oh. Oh oh. Eieieiei. Ah, schade. Schade, schade. Da ist wohl einer meiner Spieler verletzt, würde ich sagen. Okay, Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung. Offensichtlich müssen wir das Elfmeterschießen, aber ich glaube, Elfmeterschießen werde ich nicht mehr in die Statistik mit aufnehmen für die Tore. Das wäre ja ein bisschen übertrieben. Aber wenn wir natürlich das Elfmeterschießen gewinnen sollten, wenn wir ins Elfmeterschießen kommen, immer vorausgesetzt, dann gilt das natürlich als Sieg. Auch wenn nach der regulären Spiel seit unentschieden ein Unentschieden stand. Aber da werde ich mich mal über die FIFA-Regularien hinwegsetzen, um das mal so böse zu sagen. Ein Foul von mir? Nein. War offensichtlich wäre eher abseits von ihm. Haha. So. Ach, Mist. Aber wie gesagt, ja, steht schon wieder im Abseits. Ist okay. Bleibt da stehen. Problem ist einfach, mein Team ist komplett platt. Die sind stehend K.O. Ja, schade. Wäre der Pass eben angekommen, wäre das super, aber so leider gar nicht. Lauf durch, so kriege. Ja. Danke. Glatt rot, würde ich sagen. Ja. Den wollte ich schon die ganze Zeit, den Spieler. Wieso kriege ich den nicht? Ja, danke. So. Ah. Nein. Nein. Da kriege ich in der 120. Minute noch den Gegentreffer rein. Und die feiern sich. Oh, ist das peinlich. Ich weiß ja nicht, ob man das so feiern muss, wenn man zu zweit mit einem Goldteam gegen ein Bronze-Team spielt. Okay. Wer bin ich, dieses zu beurteilen? Oh, shit. Ah, schade. Macht nichts. Ausgeschieden, aber völlig egal. Wir haben es ja trotzdem. Ah, bester Spieler ist Dominguez, mein Torhüter. Egal, auf jeden Fall. Holpi hat. Auf einmal ein Assist war. Bitte, bitte, bitte. Nein, es zählte nicht als Torvorlage. Die Torvorlage hat Maher gemacht und nicht Holpi. Schade. Heißt also, wir sind weiterhin bei 0 Punkten. Aber das ist völlig egal. Ich schreibe nur mal gleich nochmal eben auf, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, was ich noch gesagt hatte. Also, 200 Punkte für Rage Quit hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Und 100 Punkte, wenn Holtby Man of the Match ist. Soweit, so gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Holtby dreht auf. Also, haut rein, schaut euch auf unserem Kanal weiter um. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.